Und wenn die Faschisten unser Land überfallen? Zu den Meeren des Landes gelangen die Feinde nicht. Die mächtigen Schlachtschiffe bewachen die Grenzen. Wenn die Faschisten unser Land überfallen? Dem Feind gelingt es nicht, die sowjetischen Grenzen zu durchbrechen. Die mutigen Panzerführer fegen ihn weg. Sie fegen ihn weg. Wir glaubten daran hoch und heilig. Daran, dass von der Taiga bis zu den britischen Meeren die Rote Armee die stärkste ist. Und das war die Wahrheit. Nur ein Land, das sowjetische Russland, kann im Falle einer Auseinandersetzung gewinnen. Das sagte ein Mann, dem die Einschätzung des zukünftigen Feindes äußerst wichtig war, Adolf Hitler. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Kanzler Deutschlands. Im Februar 1933 bereitete der deutsche Geheimdienst für seine Führung einen streng geheimen Bericht über die Rote Armee vor. Dieser Bericht gelangte auf den Tisch des neuen Kanzlers Deutschlands. Auf diesen Tisch, der ein halbes Jahrhundert später in den Speicherräumen des Filmstudios Mosfilm aufbewahrt wird. Er wurde als Kriegsbeute mitgenommen. Der gleiche Bericht gelangte mit Hilfe des Geheimdienstes auf den Schreibtisch von Stalin. Die Stärke der Roten Armee schätzte der deutsche Geheimdienst auf 600.000 Mann. Die Zahl der Flugzeuge auf etwa 2.000. Die der Panzer wurde nicht angegeben. Im Bericht stand, die Rote Armee ist imstande, einen Verteidigungskrieg gegen jeglichen Feind zu führen. Im Allgemeinen wurde der Aufbau der Streitkräfte der UdSSR abgeschlossen. Bei zahlenmäßiger Überlegenheit ist die Rote Armee imstande, einen siegreichen Angriffskrieg gegen ihre unmittelbaren Nachbarn Polen, Rumänien zu führen. Unter den unmittelbaren Nachbarn der Sowjetunion wurde Deutschland nicht angeführt. Wir werden ohne Entschuldigungen, ohne vor dem Feind zu Katz buckeln, mit ihm kämpfen, wie mit ihnen, mit den Feinden der Arbeiter und der Bauern noch niemand gekämpft hat. Ohne sich zu schonen, ohne irgendjemanden zu schonen. Wir werden kämpfen, ausgezeichnet, gut, nicht schlecht und siegreich. Uns, die Soldaten der Armee der Arbeiter und Bauern der Roten Armee, führt, leitet und lenkt zu den neuen Errungenschaften unser unvergleichbarer großer Führer und Lehrer, der weise Stalin. Es lebe unser großes Volk. Es lebe unsere ruhmreiche Partei von Lenin und Stalin. Es lebe unser genialer Stalin. Hurra! Mit ungeheurer Energie warf sich das große Volk, beseelt von der utopischen Idee des allgemeinen Glücks, in die Erstürmung der kommunistischen Gipfel. Ohne sich selbst zu schonen, ohne überhaupt jemanden zu schonen. Entweder werden wir den Westen in 10, 15 Jahren einholen, oder wir werden erdrückt, rief Stalin an und schürte die Angst. Das Wachstumstempo der sowjetischen Wirtschaft verblüffte die Welt. Doch mit dem besseren und lustigeren Leben klappte es irgendwie nicht. Wohin verschwand eigentlich das, was auf den Feldern geerntet, in den Betrieben und Fabriken hergestellt, in den Gruben gefördert, in den Hochöfen geschmolzen wurde? Es gab in der Stadt Charkow einen Betrieb zur Herstellung von Dampflokomotiven, der die von der Wirtschaft dringend benötigten Dampflokomotiven produzierte. Und außerdem stellte er noch Nebenerzeugnisse her, Panzer.
Die Nebenproduktion dieses einen Dampflokomotivenbetriebs betrug 22 Panzer täglich. Ist das viel oder wenig? Hitler hatte beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etwas mehr als 2000 Panzer. Das war weniger, als nur ein einziger sowjetischer Betrieb in einem halben Jahr als Nebenproduktion herstellen konnte. Die Panzer, die in Charkow produziert wurden, hießen BT-7. BT-7 wurde von dem amerikanischen Panzerkonstrukteur Christie entwickelt. Die Sowjetunion kaufte ihn bei den Amerikanern als Landmaschine. Vielleicht waren das veraltete, schlechte, nutzlose Panzer. Das waren bewegliche Panzer, Panzer für einen beweglichen Krieg, mit einer ungeheuren Reichweite, mit einer absolut unvorstellbaren Geschwindigkeit. Die leichte Panzerung und die leichte Rüstung. Ja, das ist ein Reiter des Chinggis Khan. Sie gewinnen nicht durch die Waffenstärke, sie gewinnen durch die Manöverstärke. Da stehen die Ritter, eine Armee von klugen, sehr starken, unbesiegbaren Rittern. Verstehst du? Sie kämpfen aber nicht mit ihnen. Sie gehen weiträumig an ihnen vorbei. Vorbei, vorbei. Erobern und brennen die Brücken nieder, die Städte da hinten. So einer war unser Panzer. Der BT-7. Diesen Panzer kenne ich sehr gut, weil ich dafür ausgebildet wurde. Das waren Panzer, die mit einem organisierten Gegner nicht kämpfen konnten. Sie hatten eine kugelsichere Panzerung, sie hatten sehr schmale Raupenketten. Von dem Radantrieb ganz zu schweigen. Er war nur für Straßen ausgelegt. Und so blitzte bei mir sofort ein Gedanke auf. Aha, deswegen wurde die erste Fernstraße zwischen Moskau und Minsk gebaut. Und nicht nach Leningrad oder sonst wohin. Dieser Panzer war ziemlich schwach. Sowohl in Bezug auf die Panzerung als auch wegen der Aufrüstung. Sein Vorteil lag darin, dass er sehr schnell war. Und der zweite Vorteil war, dass er nicht nur auf Ketten fahren, sondern auch zum Radantrieb wechseln konnte. Daher erhöhte sich bei ihm die Reichweite. Die Idee der Schnelligkeit selbst, eine große Reichweite zu haben, die Idee selbst war gut. Doch dieser Panzer, wie die Ereignisse später zeigten, entsprach nicht den modernen Anforderungen der Kriegsführung. Sie sagen, es war ein veralteter Panzer. BT-7M hatte einen Motor, den man in Deutschland am Kriegsende nicht hatte, den niemand in der Welt hatte. Der Motor ist das Herz eines Panzers. Die Deutschen konnten so einen Motor erst 2 Jahre nach dem Krieg entwickeln. Sie sagen, es ist ein veralteter Panzer. Der zweite Punkt, die verhältnismäßige Motorleistung. Wie viele PS auf eine Tonne Gewicht entfallen? Also, die ersten BT hatten einen Motor mit 400 PS auf 10 Tonnen. 40 PS auf eine Gewichtstonne. 40. T-34 hatte 18. Er aber 40. Wegen des starken Motors, der nicht viel Panzerung bewegen musste. Hätte man ihn mit einer stärkeren Panzerung bekleidet, wäre er zu einem Verteidigungspanzer geworden. Wenn ein Kampffahrzeug von bolschewistischen Händen geführt wird, fegt ein solches Fahrzeug den Feind wie Bäume hinweg. Gesundheit. Ich hoffe, zusammen mit Ihnen dienen zu dürfen. Von einer solchen Mannschaft würde ich mich ungern trennen. Die Meister des sowjetischen Films zeigten mit Humor, wie stark das sowjetische Militär tatsächlich war. Von den schnellen Panzern BT hatten wir tatsächlich mehr als alle übrigen Länder zusammengenommen. Aber wofür so viele? Der Radantrieb konnte nur auf den Straßen mit festem Belag verwendet werden. Das sagte unser bester Fachmann für Panzer, Oberst Moskowenka, in seinem Buch Panzer auf Seite 91. Nur auf den Straßen mit festem Belag. Sagen Sie mir, wo sind diese Straßen mit festem Belag? Wo sind sie bei uns heute? Diese Panzer wurden im Jahre 1932 entwickelt. Damals hatten wir keinen festen Straßenbelag. Und wir hatten diese ganze Motorleistung nicht für eine riesige Kanone verwendet, nicht um diese riesige Kanone zu schleppen, nicht um die Panzerung zu schleppen, sondern nur damit der Panzer über eine gewaltige Reichweite verfügte. 700 Kilometer mit Radantrieb. Bei den deutschen Panzern 185 Kilometer. Wofür brauchten wir deiner Meinung nach diesen Panzer? Das ist Blitzkrieg. Das ist Blitzkrieg und nur in Europa. Und nur dort, wo diese Straßen mit festem Belag vorhanden sind.
Ja, Straßen mit festem Belag gab es damals in der Sowjetunion nicht, wie auch heute übrigens. Solche Straßen baute Hitler in Deutschland. Naja, er baute sie natürlich nicht für die russischen Panzer. Da melden sich diese Generäle und sagen, oh, sind wir dumm, unsere Panzer waren schlecht, die Flugzeuge waren bei uns veraltet. Niemand erinnert sich daran, dass die Entwicklung der schweren Panzer in Deutschland erst am 25. Mai 1941 begann. Ihnen blieben 3 Wochen bis zum Angriff und sie kamen auf den Gedanken, einen neuen Panzer zu entwickeln. Daraus wurde dann später der Panzer Tiger. Alle sagen, dass es Kriegsbereitschaft war. Wir aber hatten den Panzer T-35. Wir sagen, naja, er war veraltet. Hitler hatte aber überhaupt keinen. Verstehen Sie, er hatte überhaupt keinen schweren Panzer. Wir hatten den KW. Wir sagen, naja, es gab nur 636 von denen. Halt, warten Sie. Er ist schon entwickelt. Er wurde bereits in die Massenproduktion übernommen. Er wurde bereits in Finnland auf dem Panzerabwehrgelände erprobt. Gut, wir haben 636 Stück. Hitler hatte aber keinen einzigen. Am 22. und am 23. Juni können wir noch produzieren. Noch und noch. Die Deutschen fingen aber erst an, auf dem Reißbrett zu zeichnen. Und wir sagen, die Deutschen waren zum Krieg vorbereitet und wir nicht. Was ist das bloß? Unsere Historiker sind entweder die Anhänger des deutschen Faschismus oder arbeiten für den deutschen Faschismus. Sonst verstehe ich nicht, worauf ihre Logik gründet. 50 Jahre lang wandern in unserer Literatur Angaben über die Panzer mit 35 und 38 Tonnen Gewicht von einer Veröffentlichung in die andere. Es handelt sich dabei um die deutschen Panzer. Man schlägt ein Buch auf. General Gareev, 35 Tonnen Panzer. Generaloberst Krivoschejew, 35 Tonnen Panzer. Ich aber war 12 Jahre alt, als ich auf diese Merkwürdigkeit aufmerksam wurde. Was ist das, ein 35-Tonnen-Panzer? Und da bin ich, ein kleiner Kadettenjunge, darauf aufmerksam geworden. Na, so etwas kann doch nicht möglich sein. Ich öffne ein Nachschlagewerk. Die Bibliothek der Suvorov-Kadettenschule war ja ausreichend, um mit den deutschen Panzerbezeichnungen klarzukommen. Und dort stand geschrieben 35 und in runden Klammern ein kleines T. Aha, warum denke ich in Klammern? 35 Tonnen, warum in Klammern? 35, wenn es Tonnen sind, warum dann in Klammern? Dann versuchte ich, die deutschen Bezeichnungen zu verstehen. Sie schreiben zum Beispiel T-34R. Sie hatten unseren Panzer T-34 in ihre Bestände übernommen. Das in runde Klammern gesetzte R bedeutete, dass es ein russischer Panzer war. Oder S-35 in Klammern F. Das war ein französischer Panzer. Kriegsbeute. Und sie benutzten ihn. Und plötzlich ging mir auf, das sind doch die erbeuteten tschechischen Panzer. Der Buchstabe Tsch fehlt in der deutschen Sprache, daher beginnt es auch mit einem T. Dann verschaffte ich mir Klarheit über die tschechischen Panzer. Sie hatten einen im Jahr 35 in das Rüstungsarsenal aufgenommen, den anderen im Jahre 38. 35T bedeutete ein tschechischer Panzer, Baujahr 35, und 38T einer, Baujahr 38. Dann suche ich die Angaben über ihr Gewicht. Einer wog 9,8 Tonnen, der andere 10,2. Und so war's. Armeegeneral Gareev, der die Frunze-Akademie, die Akademie des Generalstabs absolvierte, Professor, Akademiemitglied, mein Gott, das sind so viele Titel. Und nun schreibt er über die 35-Tonnen-Panzer. Das ist gerade die Antwort an all jene Historiker, die bemängeln, dass ich keine geheimen Dokumente verwende. Und sie verwenden sie. Sie haben überall Zugang. Dabei war er der stellvertretende Generalstabschef für wissenschaftliche Arbeit. Alle Institute unterstanden ihm. Und das sind diejenigen, die unsere Militärgeschichtsschreibung bestimmt haben.